Hey Leute, hier ist Hassan. Nach 30 Tagen Fasten kann ich euch natürlich genau sagen, wo liegen die drei größten Fehler während der Diät und welche Vorteile bringt natürlich Ramadan mit sich mit. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. So Leute, 30 Tage. 30 Tage sind fast vorbei, morgen habe ich noch einen. Aber für mich war es eine mega Erfahrung. Dieses Jahr bin ich nur eine Stufe höher, also habe alles nochmal intensiver betrieben. Und für mich hat es trotzdem Spaß gemacht. Super Erfahrung, tolle Ergebnisse, finde ich. Und zu den Ergebnissen kommen wir natürlich später. Was ich jetzt nochmal eingehen möchte, ist einfach alles noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Vor allem die drei größten Fehler während der Diät, während Ramadan, was man wirklich schauen sollte, dass man die während Ramadan nicht macht, aber allgemein eigentlich auch nicht machen sollte. Der erste Fehler, den man machen kann, ist die Ernährungsweise. Die Ernährungsweise ist eigentlich so das A und O. Ja? Also das heißt, welche Ernährungsweise macht ihr? Ist es eine ketogene Diät? Ist es Low Carb? Oder könnt ihr euch trotzdem High Carb ernähren? Ist natürlich abhängig vom Körpertyp. Bei mir, ich muss wirklich im Low Carb Bereich, stark im Low Carb Bereich arbeiten, dass ich wirklich Fett verliere. Ja? Das heißt, vermeiden vom Brot, unnötig viel Kohlenhydrate, unnötig viel Zucker. Also das heißt zum Beispiel Trauben und also Obstsorten oder natürlich Süßigkeiten, Süßgetränke. Ja? Also da muss man natürlich Wert drauf geben, was man zu sich nimmt. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Da könnt ihr zum Beispiel im ersten Video sehen, was ich vor dem Fastenbeginn morgens, also vor dem Sonnenaufgang immer zu mir genommen habe. Das ist schon mal was, was eigentlich wirklich jeder umsetzen kann. Was ein bisschen schwieriger ist, ist natürlich abends, also beim Fastenbrechen. Weil da hat man den ganzen Tag gehungert, sage ich mal. Man hat nichts getrunken und da könnte man alles in sich reinstopfen. Also ich kenne es ja selber. Und da zählt dann auch natürlich die Beherrschung und was man isst. Ja? Da muss man halt wirklich dann so konsequent sein und sagen, das und das und das esse ich für heute, Punkt aus, mehr nicht. Der zweite Fehler ist, dass unser Stoffwechsel nicht abschalten soll. Beim Stoffwechsel geht es wirklich darum, der entscheidet ja, was passiert in meinem Körper. Also legt es die Ernährung, die Nahrung als Fett an oder tut es schön verbrennen, verarbeiten? Zum Beispiel Leute mit einem zu hohen Stoffwechsel, also mit einer Schilddrüsenüberfunktion, die können essen und essen und essen, die nehmen einfach nicht zu. Schilddrüsenunterfunktion, du isst ein bisschen was, du isst dann noch zusätzlich das Falsche dazu und automatisch hast du es hier unten an der Hüfte. Zu denen gehöre ich, ja. Deswegen, da muss man wieder auswägen. Was muss ich da jetzt beachten? Was natürlich wichtig ist, ist in erster Linie Stoffwechsel, sehr viel trinken. Das kann man eigentlich auch zu Punkt Nummer 1 nehmen, zur Ernährung. Aber auch zum Stoffwechsel, sehr viel trinken. Also während der Fastenzeit sollte man eigentlich schon mindestens die 3 Liter am Tag knacken. Und dann ausreichend Schlaf, dass der Körper sich erholen kann und ausreichend Bewegung. Das sind so die Top 3 und die einfachsten Dinger. Da braucht man gar nicht dann in die Ernährung großartig reingehen, hier mit Zimt oder vielleicht Kaffee. Natürlich, wenn ihr Kaffeetrinker seid, ist halt während der Fastenzeit ein bisschen schwierig, so abends, wenn man schlafen möchte, gell, mit Kaffee-Intus. Aber ja, sei mal dahingestellt. Die 3 einfachsten Dinge kann man umsetzen. Bewegung, ausreichend Schlaf für die Erholung einfach und dann ausreichend trinken. Und schon habt ihr auch euren Stoffwechsel automatisch im Griff. Fehler Nummer 3 wäre kein Training oder zu intensives Training. Bei keinem Training haben wir ein großes Problem, und zwar
Wir haben einen zu geringen Kalorienverbrauch. Deswegen, der Körper fährt runter, passt sich an und dann hört der irgendwann auf, Fett zu verbrennen. Deswegen, wir müssen uns ausreichend bewegen und Sport treiben, dass der Körper einfach einen höheren Energieverbrauch hat. Sonst nimmt man nicht ab. Und bei zu intensivem Training hat man einfach das Problem, dass man irgendwann zum Beispiel die Glykogenspeicher und auch auf die Fettreserven eingegriffen hat, die verbraucht sind zum größten Teil und die Muskeln dem Körper irgendwann zur Last fallen. Und dann sagt der Körper, ich baue lieber Muskeln ab. Und Muskeln sind natürlich für den Körper eine hervorragende Energiequelle. Also das ist eigentlich sogar besser als Fett. Deswegen, da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Wir kommen jetzt zu den Vorteilen während Ramadan. Der erste und der beste Vorteil ist einfach, Ramadan, es ist Fasten, ja? Und manche sagen, Fasten, nichts trinken, ungesund. Aber Intervallfasten sehen manche wiederum als okay. Warum? Da kann man Flüssigkeit zu sich nehmen. Jetzt sei mal dahingestellt, ob es gesund ist oder nicht. Ich habe die 30 Tage hinter mir und mir geht's gut. Ja, also. Es ist wie Intervallfasten. Das heißt, dein Körper tut nach 10 bis 12 Stunden Hunger, also je nach Körpertyp natürlich, fängt er automatisch an Fett zu verbrennen. Was gibt's Besseres? Das sind 30 Tage automatisch jeden Tag Fett verbrennen. Natürlich, wenn du noch Sport und Bewegung hast, ist es noch ein Antrieb. Ne? Das ist so, als würde man noch Benzin ins Feuer gießen. So. Aber das ist automatisch Fett verbrennen. Das ist für mich ein großes Geschenk. Vor allem so, wenn man nicht die Form gerade hat, das Sixpack gerade nicht so sichtbar ist. Was will man mehr? Ohne, dass man großartig sich umstellen muss. Natürlich, man muss sich jetzt umstellen aufs Fasten. Aber das war's auch schon. Vorteil Nummer 2 wäre eine Herausforderung für den Sportler. Also jeder, der auf irgendeine Art und Weise Sport treibt oder vielleicht auch gar keinen Sport treibt. Es ist für mich eine Herausforderung gewesen, diese 30 Tage durchzuziehen und natürlich nochmal auf eine gewisse Art und Weise. Sei es mit Ernährung, sei es mit gewissen Trainingsweisen. Und wenn man jetzt noch diese Herausforderung gemeistert hat, nach den 30 Tagen, das ist einfach nochmal ein positives Erlebnis für einen selbst. Und auch nochmal ein Selbstbewusstsein-Booster und man weiß, wenn man was machen möchte, dann kann man es auch ohne Probleme. Der dritte und der langlebigste Vorteil ist, man hat eine neue Gewohnheit. Also das ist auch eins der besten Sachen, was man an der Fastenzeit hat. Wenn man das jetzt 30 Tage lang durchgezogen hat, kann man die Ernährungsweise und die Art, die man Sport getrieben hat, einfach fortführen. Man muss jetzt nicht noch mehr fasten, also das heißt, man muss jetzt nicht mehr die 16 Stunden hier ohne Wasser und ohne Essen bleiben. Aber man kann sagen, ich bleibe bei der Ernährungsweise, sei es Low Carb oder ich trinke trotzdem weiterhin viel oder ich verzichte auf Süßgetränke oder ich esse nicht mehr Süßkram und. Also nimmt es mit, Leute, und zieht es bis zum Schluss durch. Und was halt noch am besten an dieser ganzen Sache ist, ist einfach dieses positive Gefühl, nachdem man diese 30 Tage auch geschafft hat und das Ergebnis sieht, was ihr jetzt dann gleich sehen werdet. So Leute, jetzt kommen wir wieder zum Body Update. Ich habe mich zuletzt gestern Abend gewogen, vorm Iftar, vorm Fastenbrechen, und da habe ich 75 Kilo gewogen. Also habe ich insgesamt innerhalb den 30 Tagen 5,9 Kilo verloren. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis so macht. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, in den letzten Videos hatten wir nicht optimale Lichtverhältnisse, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Wir haben uns jetzt ein bisschen kleines Equipment besorgt und deswegen finde ich, was man ja immer so sagt, das anabole Licht, ja, so vom Fitnesscenter, wenn man vorm Spiegel steht und mal ein paar Fotos schießt, gell, dass man die Sixpack besser sieht, weil natürlich, wenn das Licht von vorne frontal drauf knallt, da erkennt man nichts, es überblendet alles und dann ist es weg. Also, jetzt, 30 Tage, Leute. 30 Tage, natürlich, ich habe es nicht ganz geschafft, hier das bisschen Fett noch wegzukriegen. Ich denke mal, dass es auch nochmal bestimmt 2-3 Wochen Feinarbeit ist, also mindestens. Mein Ziel ist es ja auch weiterzumachen. Und wie ihr seht, also nach hier auch die Adern kommen jetzt deutlich schöner raus, so in der letzten Woche.
von der Seite und Trizeps, seitliche Ansicht mal hier ein bisschen die seitlichen Bauchmuskeln und von hinten. Also ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es auch ein tolles Ergebnis. So Leute, jetzt würde es mich interessieren, was sagt ihr? Ist es gut? Kann man sich sehen lassen oder ist es wirklich super für 30 Tage das Ergebnis? Also ich für meinen Teil, mir gefällt's. Wenn ihr ein Vorher-Nachher-Bild sehen wollt, entweder hier im Thumbnail ist es zu sehen oder ich blende es zum Schluss nochmal ein oder ihr schaut bei mir auf meinem Insta-Profil vorbei, da einfach das Bild mit dem Sixpack anklicken und dann einmal rüber swipen und dann seht ihr auch schon das zweite, also das Vorher-Bild. Ich würde sagen, ich setze das fort. Wie gesagt, ich mache das bestimmt noch ein paar Wochen, weil ich will schauen, wie weit kann ich dieses Ding da noch rausprügeln. Wo ist die Grenze? Hat es keine Grenze? Kann ich das mal komplett fast schon fettarm sagen? Ne? Also fettarm machen. Und ja, wir schauen weiter. Auf jeden Fall, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, einmal auf Gefällt mir und dann noch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.